Ja, moin moin. Wir sind hier heute auf der Ostsee, wollen ein paar schöne Dorsche fangen auf Gummiköder. Dazu werde ich heute fischen hier 4,5er Shaker von Lanka City. Eine meiner Lieblingsfarben in der Ostsee, Rusty Melon. Was in der Regel auch gut geht, ist Motor Oil Pepper. Und ansonsten im Sommer auch Atomic Chicken, das ist so rot-orange. Funktioniert sehr gut. Dann hier ja, quasi mein Lieblingsköder auf Dorsch eigentlich, der Gatringer von Rheins. Das ist ein sehr stark gesalzener, stark aromatisierter Gummiwurm aus Japan. Hat mir schon schöne Dorsche gebracht, vor allen Dingen auch große Fische, wo man denken würde, kleiner Wurm, kleine Dorsche. Aber es ist genau umgekehrt. Aber mit die größten Ostseedorsche hatte ich auf diesen Wurm aus Japan. Dann will ich heute mal Abend testen den Spoontail Shad von Noris. Habe ich im Süßwasser schon sehr, sehr gut mit gefangen. Ist ein Gummifisch, der sehr, sehr stark kippelt. Sehr natürliches Aussehen. Starke Aktion, sollte auch in der Ostsee funktionieren. Ja, und als vierten Köder werde ich heute ausprobieren die Frösche von Seismic. Habe ich vor circa 2 Jahren mal getestet, sehr, sehr gut gefangen. Und kürzlich habe ich dann auch einen Bericht in der Kutter Küste darüber gesehen. Kann ich nur bestätigen, oft ein richtiger Knaller auf Ostseedorsche. Ja, und starten werden wir mal mit dem Gatringer von Rheins, altbewährt. Habe hier eine klassische Hechtrute. Habe jetzt keine ganz spezielle Ostseeausrüstung, sondern hier eine Hechtrute. Die hat jetzt 2,60 Meter, 40 bis 60 Gramm Wurfgewicht. Man kann auch 2,70 Modelle nehmen, ein bisschen kürzer, ein bisschen länger. Das ist eigentlich nicht ganz so wichtig, aber ansonsten eine vernünftige Stationärrolle, wo die Bremse gut arbeitet, die auch ein bisschen Salzwasser ab kann. Hier jetzt eine 4000er Größe und dann habe ich jetzt hier so eine 6 Kilo geflochtene und so 1,5 bis 2 Meter Flugcarbonvorfach in 15 bis 20 Pfund. Das bewährt sich eigentlich ganz gut. Einmal, dass man einen Puffer hat, damit nicht ganz so viele Fische ausschlitzen, aber auch damit die Sichtigkeit des Vorfachs ein bisschen geringer ist. Ja, sind jetzt hier so auf 16 Meter. Und mal gucken, was die Dorsche zu den Ködern meinen. Fisch hier so Jigköpfe von 18 bis 24 Gramm, manchmal 28 Gramm. Wir haben jetzt heute so Windstärke 2 vielleicht, da kommt man an sich ganz gut klar. Wenn es windiger ist, mehr Wellengang ist, stärkere Drift, dann muss man vielleicht auch mal so auf 40, teilweise 54 Gramm hoch. Ich fische selten über 64 Gramm, weil dann ist die Drift auch so stark, die Wellen so stark, dass man das Angeln auf der Ostsee dann auch abbrechen sollte, weil zum einen wegen Sicherheit, aber auch wegen Spaß dann. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Ich bin heute auch schlechtes Vorbild, keine Schwimmweste an. Sind aber relativ viel Boot unterwegs heute. Aber ansonsten Ostseeangeln, Meeresangeln, immer Schwimmweste. Und Anfänger sollten auch lieber sitzend angeln. Ich mache das heute stehen, weil ich das schon viele, viele Jahre mache. Da kann man das dann schon mal machen. Ist auch für die Angelei ein bisschen angenehmer. Aber wenn zum Beispiel Urlauber unterwegs sind, immer Schwimmweste und immer sitzen im Boot. Keinesfalls aufstehen, egal was man macht. War schon der erste Biss. Schon der erste schöne Dorsch. Man sieht, wie stark die kämpfen. Man kann ganz gut sehen, ich habe jetzt keine ganz, ganz große Sprünge gemacht, sondern den Gummiwurm ja, so kurz über den Grund geführt. Hatte ein, zwei Anfasser vorher. Und beim dritten Mal wollte er ihn dann richtig haben.
man sieht schon, das ist wahrscheinlich hier so ein, vielleicht ein 60er, 65er Dorsch, R60er. Und der zieht eine Hechtrute schon richtig krumm. Schon ein schöner Ostseedorsch. Gärtner von Rheins. War jetzt der erste Wurf, der erste Fisch. Deswegen kriegt er seine Freiheit. Moin. Seht ihr gerade so eine Unart unter Meeresanglern, wenn die Rute krumm ist, dann sich direkt neben die an der Boote zu stellen. Mach ich persönlich nie, solltet ihr auch nie machen. Dann fahrt mal lieber ein paar Meter weiter, das ist besser. Aber wenn der jetzt nicht aus Versehen gerissen sein sollte, dann ist das auf alle Fälle ein besserer Fisch. Ostseedorsch sind wirklich ausgezeichnete Kämpfer. Gerade wer bisher nur Süßwasseranleihe gemacht hat, der wird begeistert sein. Thank you.
aber das ist doch schon ein ganz schöner Fisch. Aber wir fangen sicherlich noch mehr und der soll mal seine Freiheit haben, weil er jetzt einer der ersten war. Ihr habt gesehen, ich habe gar keine wilden Jig-Bewegungen gemacht, sondern eher langsam geführt, immer nur so leicht angehoben, dass ich den Kontakt zum Rund gehalten habe. Das ist jetzt ein kleinerer Fisch. Jetzt ein kleiner Ostseedorsch. Aber hier sieht man schon den Vorteil, wenn man so mit Einzelhaken mit dem Gummiköder angelt. Ich sag mal, dem mit dem Pilker hat mir das ganze Maul kaputt gemacht. Und so kann man den Haken relativ gut lösen und den Fisch dann auch schon zurücksetzen. Da sind heute relativ viele kleine Dorsche unterwegs. Ich werde jetzt noch mal ein, zwei Würfe machen und wenn die Fische nicht größer werden, dann wechseln wir auch noch mal die Stelle. Thank you.
Aber man sieht, selbst so ein 60er Dorsch, ungeheure Kraft, macht die Hechtrute richtig krumm. Jeder 60er Dorsch macht mehr Alarm als ein Meterhecht. Schöner dicker Fisch. Das ist schon ein sehr schöner Fisch. Jetzt noch kein Riese, aber auf alle Fälle schon mal einer von der besseren Sorte. Und man sieht hier, kleiner japanischer Gummiwurm, schöner Dorsch. Sicherlich ein bisschen ungewöhnlich, Meeresfische zurückzusetzen, aber in der Regel nehme ich mal ein bis zwei Portionsfische mit. Das waren jetzt alles Fische, die kein bisschen verletzt waren, die kann man guten Gewissens zurücksetzen. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Der Wind nimmt jetzt gerade ein bisschen zu, ist fürs Filmen wahrscheinlich ein bisschen schlecht, weil der Horizont wackelt. Aber für die Angelei in der Regel ganz, ganz gut, wenn man so zwei, drei Windstärken hat, kleines bisschen Wellengang, dann sind die Dorsche meist aktiver, als wenn man jetzt so richtig Ententeich hat. Und hat zudem den Vorteil, man sucht dann in kürzerer Zeit auch mehr Wasserfläche ab. Weil die Dorsche stehen meistens sehr, sehr verteilt. Man muss immer so ein bisschen rumsuchen, bis man sie gefunden hat. Man konnte eben ganz gut sehen, man hat immer einen relativ starken Schnurbogen, wenn die Schnur ein bisschen weiter draußen ist. Das heißt, wenn der Fisch dann beißt, dann muss man erstmal diesen großen Bogen überwinden, um Kontakt aufzunehmen. Gerade dann wieder losgelassen. Und mit dem Shaker die Chance geben. Gerade wenn man mit der Ostseeangelei startet, dann reicht das oft, gerade wenn man so Kugelhalt von 10 Meter ist, 15, 16 Meter, den Köder einfach am Boot runterzulassen. Und da sieht man, packen die Dorsche auch oft gleich zu. Jetzt war auch wieder ein kleinerer Fisch, aber gerade wenn man mit der Ostseeangelei anfängt, dann
erleichtert einem das meiste, die Kohleführung und den Grundkontakt zu halten. Ein eher kleinerer Vertreter. Und ansonsten so diagonal nach vorne werfen oder auch mal richtig gerade nach vorne, wenn es stark gedriftet ist. Ein bisschen erfahrener ist, das macht eigentlich am meisten Spaß. Und dann kriegt man richtig die harten Bisse in die Rute. Man sucht natürlich auch maximale Fläche, weil man dann so fächerförmig um das Boot dann herumsucht. Das heißt, schräg nach vorne werfen, der Wind treibt das Boot weiter und dann kann man so am Boot vorbei nach hinten dann so abfischen. Ja, einen Köder habe ich vorne glatt vergessen. Der 7.5er Fisch von Lanka City. Meine absolute Lieblingsfarbe in der Ostsee, Green Shad Flash, hat uns unter unterschiedlichsten Bedingungen schöne Dorsche gebracht. Gerade an schwierigen Tagen habe ich vorher nicht dabei gehabt, weil ich schon dachte, ich habe die vergessen. Jetzt noch einen gefunden, muss natürlich sofort an die Route. Der erste Fisch. Wie gesagt, absoluter Knaller. Gleich 7.5er Fisch, gleich einen schönen Dorsch an Land gebracht. Auf dem Grund. Der Fisch hat den Köder am Grund genommen. Wahnsinn. Beziehungsweise hat ihn wahrscheinlich direkt geschnappt, als er unten zum Grund durchgesaust ist.
Nächste Portionsfisch auf 7 FNS-Fisch. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Sorte soll ruhig noch ein bisschen wachsen. Vorteil beim 7er Finnersfisch, der pickt sich an sich immer die bisschen besseren Fische im Schwarm raus. Weil ein kleines bisschen größer ist und mit Einzelhaken gefischt, bleibt da auch nicht jeder Mini hängen. Aber es ist auch kein Riese, ich denke mal so 60er Dorsch. Wieder schöner Portionsfisch. Oh, der wird so 55 haben, das ist eigentlich die beste Pfanngröße, deswegen geht der jetzt auch mal mit. Ich habe jetzt mal den Spoontail-Shad montiert. Kippel sehr schön, wir haben heute Sonne. Hat so schöne blaue Glittersachen drin. Mal gucken. Oh, schöner Dorsch. Ich wurde ja komplett genommen. Aber auch der soll noch ein bisschen wachsen. Ja, ich habe jetzt mal auf den Gettringer von Rheins gewechselt, Farbe Green Pumpkin. Einfach, weil er heute schon schöne Fische gebracht hat und
Ah, schon schöne dicke Dorsche, deswegen versuche ich jetzt mal einfach mit dem nochmal so einen 70-Plus-Fisch zu erwischen. Nicht der 70 plus, aber man sieht, obwohl das wirklich kleine Würmer sind, eine wunderbare Dorsche. Schöner Dorsch. Den Köder ordentlich mitgegeben. Super Fisch. Der hat's hinter sich. Aber wir haben ja genug mit. Der hat jetzt ungefähr so 7-8 Dorsche gefangen, der Köder, dann ist er langsam hinüber. Liegt einfach an der Salzmischung. Sehr, sehr stark gesalzen und Salz macht die Köder immer fängig, aber leider nicht haltbar. Ja, damit ihr mal seht, dass man mit diesen Japan-Gummis gar nicht so viel Aktion machen muss, mache ich es mal so, ich lasse jetzt mal eine, zwei Drute einfach so runter.
mache ich manchmal die Bremse auf und lege die Route einfach in den Routenhalter rein. Der Route ist jetzt mal der 6-Inch Gatringer von Reinsmund hier. Und ich fische jetzt mal den anderen, den 8-Inch aktiv mit der anderen Route und dann schauen wir mal, wo schnell er weiß. Jetzt ein kleiner Dorsch, aber man sieht, der braucht einfach nur runterhängen. Ja, kleiner Mini-Dorsch. Ausgestiegen. Schade. Das war ein guter. Schade. Das war ein guter Fisch. Kleiner. Oh, hier sieht man wieder, das sind jetzt wirklich kleine Dorsche. Wenn man die mit Pilger fangen würde, wäre das ganze Maulpack kaputt. Einzelhaken lässt sich vergleichsweise gut lösen. Schon ist er raus. Ah, der hat es jetzt wieder hinter sich.
Man sieht, wenn die Dorsche sich erstmal auf die Gummiköder eingeschossen haben, dann. Das ist kein ganz schlechter. Ist jetzt natürlich auch eine sehr, sehr weiche Rute. Aber das scheint ein guter Fisch zu sein. Eieieiei. Das ist nicht selten, dass gerade sehr, sehr schöne Dorsche sich die Japan-Gummi schnappen. Das ist natürlich ein riesen Spaß an dem Feingerät. Sehr, sehr schöner Fisch. Gehen wir mal keschern. Ja, sehr gut. Das sind die Dorsche, die wir heute suchen. Oh, das dürfte ein Fisch so um die 70, knapp über 70 sein. Hat sich den Gummiköder wirklich komplett weggenagelt. Richtig tief im Schlund drin. Hier ist er, der Gettringer. Ja, wirklich wunderschöne Ostseedorsch. Und das sind so Fische, wenn ich da mal so einen schönen Fang, da geht auch mal ab und zu einer zurück. Einfach wunderschöne Fische. Und wer 90er fangen will, der muss auch mal die 70er zurücksetzen. Das ist Fun, das ist Ostseeangeln pur. Ja, der Abend, oder besser gesagt der Nachmittag, gleicht sich so langsam zum Ende. Schöne Dorsche gefangen, viele gefangen. Waren ganz kleine, auch mittlere unterwegs, trotzdem immer wieder ein paar bessere zugepackt. Aber wer weiß, vielleicht bietet ja der Abend noch eine kleine gewichtige Überraschung.
4,5er Shaker Rusty Melon. Schöner Portionsfisch und. Ja.